Wir wissen, dass wir am Sonntag Geschichte schreiben können. Für den Fußballverein, für die Fans, für uns selber auch. Und dürfen nicht übermotiviert auftreten. Wir müssen genauso auftreten wie bisher. Geduldig das machen, was uns stark macht. Wie kompakt dass wir sind. Geduldig, diese Mentalität. Und dann bin ich überzeugt, dass wir am Sonntag Geschichte schreiben können hier zu Hause. Viele Bayern-Fans hoffen, dass wir am Sonntag hier stehen und ein bisschen feiern können. Aber es gibt, glaube ich, nicht allzu viel zu feiern, weil es weitergeht. Wir haben nach Sonntag natürlich wieder Donnerstag ein Spiel in London. Dann gibt es weitere Bundesligaspiele, Pokal wieder hoffentlich, wenn wir weiterkommen, Europa League. Wir wollen natürlich den Fans, die natürlich auch sehr, sehr lange dabei sind, was geben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für den Verein, für die Fans, für uns Spieler, wenn wir hier Geschichte schreiben können nach nie Meistertitel. Ich hoffe, wir können es selber entscheiden. Gerade wenn man, ich glaube fast alle, gehe ich jetzt gerade mal von aus, das erste Mal Deutscher Meister werden, dann willst du das nicht irgendwie auf der Couch mittags bei einem Wasser einen Tag vor, bevor du selber spielst, sondern ich glaube, da kannst du auch gar nicht so die Emotionen dann rauslassen, wenn du nicht zusammen bei dieser Gruppe bist, mit der du das geschafft hast. Wenn du nicht in diesem Stadion bist, es hätte so auswärts sein können, aber jetzt haben wir das Glück, dass alles perfekt für Sonntag gestellt ist. Da ist einfach schöner, wenn du da in dieser Gruppe zusammen bist. Deshalb drücke ich Bayern und Stuttgart die Daumen.